Weil da war, da haben sich 14 für Ausweichmühle über müssen qualifizieren. Weil ich dachte, na, geh einfach raus. Da habe ich doch weiter gespielt. Bauchspieler gesagt, mach weiter. Vielleicht kommt Sprungclub, 4 qualifizieren, müssen raus. So war es danach möglich. Dann hatte ich das geschafft, weggehext, bin einfach rausgesprungen. Absichtlich. Damit ich die Belohnung noch kriege, weil ich halt Schiss, dass irgendwie Spielabbruch ist. Und dann hatte ich es endlich voll. Und dann wollte ich meine tägliche machen und dann kam dieser Scheiß die ganze Zeit, dass ich nicht mehr angehen kann. Der hat sich nämlich verbunden. Aber ich glaube, ich habe die noch vollkrit, dann moins. Ah, stimmt, da habe ich die PlayStation neu gestartet, dann ging es nochmal. Aber voll komisch, ey. Also mein Event hatte ich vollkrit und das von Rina, aber das von Rebecca nicht. Waren aber auch nur 300 Kudos gewesen, die ich krit hat. Das ist ja ohne Ventilator. So, halt festgehalten und vorhin gesprungen. Switch-Spieler, war ja klar. Und der geht raus. Oder? Nee, doch nicht. Stell dir mal vor, du brauchst den ersten Sieg und den hättest du gehabt. Ne? Wäre diese Wand nicht gewesen. Ja, das war ja heute gewesen. Haben wir zu viert gespielt gehabt. Was war das gewesen? Schwindelnde Höhe oder so. Und der letzte von uns war ein Switch-Spieler. Unsichtbare Mauer. Am Ziel. Und dadurch, dass er nicht durchkommen ist, ist er wieder rausgeflogen. Und er hätte es eigentlich locker geschafft. Also links ist zweiter. Das geht hier rüber, geradeaus. Dann hier. Oh, hier ist das. Fängt das hier an? Ich will da nicht hinterher springen, bevor die falsch machen. So, hier fängt es an, wie darüber. Dann ist es bei mir hier. Alter. Dieses Level einfach nicht mehr wieder spielen. Ich könnte kotzen. Meine Güte. Lol, was war denn das? Ja, frage ich mich auch gerade. Du bist Weißt du, da was ohne ich. Spawn schon mal oben neu, rutscht runter bis zum Ziel. Wie geht denn das? Das Spiel hatte Mitleid mit mir. Ja. Sieh mal, man muss immer zuerst schmeckern. Dann geht alles. Ja. Cheat aktiviert. Aber sowas von. Hab mich gemeldet. Steffen kann kein Problem. Hab ich gerne gemacht. Ne, die wollten einfach nicht auf. Ich hab denen gesagt, ne, ich kann euch beweisen, dass man da cheaten kann. Also hier. Beweise, guck die Videos, das sind sogar zwei drin, bei dem einen war ich mir nicht sicher, beim dritten. Oh, das war heftig, ja.
Ich war oben, wollte runter und zack, dann war ich mal gerade. Das habe ich schon lange gehört. Das gab's auch in den letzten Event, ne? Okay. Dieses Stadion Stars Show oder sowas, ne? Ja, genau. Ja, da war das doch, glaube ich, mal kurz vorm Finale. Ja. Ah ne, Springparty war das ja auch. Ja, aber auch dann im Stadion, weil dann gibt's noch dieses eine mit den Ringen springen da. Naja, das ist Springparty, dann Bahnekampf und Schnellbahn. Nein, 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 nein. Boah. Wie lange geht das noch? Nein! Ja. Oh, wir waren alleiniger Erster, dann sind die hinter uns sowieso Zweiter. Oh, ja. Oh ne, der Ventilator. Ja. Egal, mir war noch Erster. Wie lange geht das noch? Noch. Weil die Arme nicht runterfallen. Komm schon. Ey, das sind 45 Punkte locker Unterschied. Wobei die schon gar keinen Punkt mehr hole. Wir müssen eh durch. Ja. Der dritte holt noch. Hä, sehe ich nur noch 1 bis 5. Naja, jetzt fällt ich eh. Reicht ja auch. Wann ist jetzt wirklich nur noch 5? Der hat mir die bis zur Silbe gar nicht mehr gezeigt. Ne, hat er nur ausgeblendet. Ja, was wir oben mitgespielt haben, waren die anderen Plätze irrelevant. So jetzt aber. Dann noch mal eine Runde und dann muss ich ins Bett. Ja, ja. Ich erkläre dir noch gleich was, das ist mir die Nacht aufgefallen. So ein kleiner Trick in, wo war das? Hoverboard. Hyperantrieb. Das erkläre ich dir aber gleich, wenn ich konzentrieren kann. Das, ich muss das erstmal probieren, ob das wirklich geht. Nee. Arsch. Ja, dann will ich hier hin. Oh, weil ich gehe den Knalle.